noch? Obwohl, nee, der mittlere wäre es dann. 5 und 3. Also mein bester ist 4, 6, 3, 1. Schade. Ja, jetzt echt noch eine Flotte aufbauen. Hm? Und mein Papst ist auch krass. Mein Papst ist 4, 1, 5, 1. Ah, du hast schon den Battle Pope. Ja, ich hab den Battle Pope. Und ich baue gerade nochmal Festung. Wann gründest du das Königreich Gottes? Gar nicht. Weil ansonsten werdet ihr alle nicht mehr katholisch sein wollen. Warum? Wenn ich das Königreich Gottes gründe, dann werden alle Buffs beim Vatikan entfernt. Dann ist dieses Symbol ist nicht mehr da. Oh. Also wird dann Katholizismus unnötig für uns. Nutzlos. Ja, deswegen mache ich das nicht. Nutzlos. Und dann hat der König Gottes... Ja, dann bin ich das einzige katholische Land auf der Welt, weil dann alle anderen ihre Orthodox Religion ändern. Werden. Damit habe ich kein Problem. Oh. Ich bin dafür, dass wir deinem Reich mal aufräumen. Ja. Glück haben die keinerlei Koordination. Wird Zeit, dass der Religionskrieg endlich kommt. Oh lol, Bö. Ja, Böhm hat nur noch auch eine katholische Provinz, nur noch eine. Ja, boah. Das ist richtig schlimm. 90% des Reichs ist nicht katholisch, aber die Nationen sind's noch und deswegen kämpfen. Warte, wann kommt der denn dann? Bald, hoffentlich. Ich will, dass der so schnell wie es geht vorbei ist, damit das hier aufhört. Sonst aber wir müssen dann gegen das ganze Reich kämpfen, ah. Nee, nicht gegen das ganze Reich. Guck doch mal, die Hälfte vom Reich ist immer noch katholisch, hat nur eine andere Religion. Ach ja, stimmt. In den Provinzen. Alles, was gelb gestrichelt ist, ist noch katholisch. Oh. Ja gut, also von mir aus kämpfe ich auch gegen das ganze Reich. Ich habe 81.000 Mann im Feld. Von mir aus kann es losgehen. Ich habe gute Generäle und ich habe genügend Männer. Oh, ich muss jetzt irgendwen beleidigen. Ja, hol den Otto. Mach das. Hol den Otto. Oh, stimmt. Ich bin gerade unter Dings gekommen. Osmane? Ja? Sorry, ich muss dich beleidigen. Oh ja, tu das. Nein, das war recht. Dann beleidige ich Frankreich auch, weil das muss ich auch mal dringend mehr machen. Ja, mach Projektion! Kann Gelehrten einladen. User joined your channel. Hallo? Krass, wie sich gerade alle gegenseitig beleidigen. Was darf ich mitmachen? Der osmanische Pöbel weiß nichts darüber, wie man einen Staat regiert. Gut, dann schicke ich da auch mal den Pöbel. Da an der Aussage ist ja auch nichts falsch. Der Pöbel weiß echt nicht, wie man regiert, ja. Wobei bei dir ist es schon eine Beleidigung, weil du bist da jetzt, ne? Mit Parlament und so. Oh, schade, ich hab mich noch verspielt, sonst kann ich Leuten Beleidigungen schicken. Wer hat das Parlament? Das Beste war danach, dass ich sofort einen Prestige-Event bekommen habe. Ja, komm mal kurz Channel 1. Also, ja, kann man machen. Aber egal wie sehr wir uns alle hassen, wir gründen doch sicher alle die anti-revolutionäre Front. Und weiß ich nicht, aber Russland ist ja eine Dauerrevolution. Die Heimat der Revolution, also will Iron die Revolution bei sich siegen lassen. Ja, und dann muss das in Polen auch machen, weil die sind ja auch Ostblockland. Und dann auch noch in Halbdeutschland. Und Brandenburg, ja, als zukünftige DDR. Oh nö, jetzt haben die Verstärkung. Und Ungarn ist auch ein sozialistisches Ostblockland. Und Böhmen auch. Das war schön. Was war mit Österreich? Österreich ist blockfrei, die schließen sich wieder dem einen nach dem anderen an. Ach so, dann mache ich die Schweiz. Die ist noch schlimmer. Hast du jetzt ordentlich was in der Schweiz erobert? Ja, gut. Ich mach dann einfach einen auf Schweiz und verlange eben Garantien und guck nur noch. Wieso hab ich so viel? Ach ja, weil ich. Ich wundere mich gerade, warum ich so viele Diplomaten habe. Ich hätte jetzt zwei heilige Städte. Haltet eure Leute ruhig in Zeta, ganz ruhig. Ich schlacht euch nur diese 1000 Mann weg. Schön. Och, ich hab 5. Na. Oh, das war eine gute Entscheidung von Brandenburg. Da will ich euch nicht lang. Gute Entscheidung. Was denn? Ein Militärzugang. Die haben dir Militärzugang gegeben? Ja. Ja, mir auch. Okay. Muss ich irgendwie noch nach... Hm.
Also entsprechend unseres Paktvertrages fange ich jetzt an, Flotte zu bauen in Polen. Jo. Franzosen. Ah, das Spiel steht. Mhm. Aber ich muss sagen, die Venezer sind echt blöd. Bei mir steht das Spiel überhaupt nicht. Bei mir schon. Dann kann ich die Geschwindigkeit halten. Oh, jetzt geht's weiter. Bei mir, oh ja. Jo. Könntest du überhaupt Parlamentarismus machen? Oh, danke, Kinto. Du musst auch meinen Freund unterstützen. Ja, warte, ich muss gucken wegen Schiffen. Was nehmt ihr bei der fünften Stufe der... Was, fünfte Stufe? Ja. Achso. Staatsreform. Ja, natürlich Endsieg. Die fünfte? Also so, da wo Roffel Parlament genommen hat. Auch wie ich, wenn ich mich frage, wie er das schafft. Da, ich hab mir gedacht, geil, ein Unruhe weniger. Ja, aber ist nicht osmanische Regierung, schließt sich das nicht miteinander aus? Nein. Oh Gott, was nehme ich denn dann? Also entweder Aristokratie, wie damals in England, oder Dekret, wie in Frankreich, Absolutismus, Generalstände, alte Privilegien, Produktionseffizienz plus 10%. Nee. Nee, das also Generalstaaten, das Kosten stabi. Nee, Generalstaaten. Ist, Staatenunion. Nee, Generalstände, ja, das ist eher Frankreich. Viel mehr Kommunismus können wir ja nicht. Generalstaaten ist Holland. Frankreich. Ja. Nein, Frankreich ist königliches Dekret. Der Monarch ist der alleinige Herrscher. Nee. Scheiße, wieso ziehen da auf einmal 15.000 Venezianer? Und diese Generalstände, die alten Privilegien müssen respektiert, das ist eigentlich Russland. So, alles bleibt wie es ist. Keine Reform. Haut deren Moral runter. Schneller. Ja, ich glaube, scheiße, ich gewürfelt. In 5 sie haben wieder gut gewürfelt. Oh, das verliere ich, das verliere ich, das verliere ich. Ah, das einzige Ärgerliche ist, er hat sein Spieler vor mir hat sein goldenes Zeitalter schon ausgerufen. Hat hier gab's oh, warte, Spieler, ist der Österreicher hier? Ja, der ist immer keine Ahnung. Ich Leute, ich kann Länder hier. Ich kann ein Land zu Religion erzwingen, zu katholisch. Das musst du dem Papst sagen. Ja, dann mach das. Ich werde seinen Papst weiterleiten. Das sag ich dir. Zeitalter nicht. Moral runtergehauen. Ist mal gewiped. Eigentlich. Also wenn ich jetzt Geld spare, könnte ich hier sogar Handelshaus chartern. Was? Wenn ich. Könnte in Indien Handelshäuser chartern. Meinst du, dass das irgendwas kann? Hallo. Geld. Richtig viel Geld. Kann alle aus dem Handy in die also Handeln ich kam gerade rein, viel Geld habe ich. Okay. Wo? Man kann aus du mir was damit sagen? Ja, man ja kann Polen wird angegriffen. Wir haben doch aber gar kein Geld, die klauen ja alles nur. Ja, siehst du, du klaust einfach das geklaute Geld. Hey, ich habe gerade geklaut, plus 50, krass. Leute lachen über unsere Armee, das finde ich jetzt überhaupt nicht nett. Die blöden Osmanen. Ja, die blöden Ottos. Also ganz ehrlich, ich würde auch lachen. Wie viel stellst du denn zu... Nein, ausländischer Thronfolger! Von wem? So. Jetzt werden erstmal 20.000 Venezer getötet. 443, der ist sogar besser. Soll ich dich? Aber ich schau mal, ob der stirbt oder nicht. Ha. Oh, wir hatten einen unglücklichen Unfall im Wald auf der Jagd. Ups. Upsi. Ja, oh, ja. Hier. Pech. Warten mal, Löhe. Nein, Robert. Was? Gut. Hallo 20.000 Venezer, sagt hallo zu den 30.000 Osmanen. Ich bin technologisch auch noch über euch. Ist Brandenburg Tech nicht mehr, kann das sein? Ja, Tech das seit 1000 Jahren nicht. Hat ja schon genügend Disziplin, hat ja seine 200 Disziplin, das reicht dann. 200. Brandenburg entwickelt wahrscheinlich seine Provinzen einfach nur hoch. Nee, gar nicht. Nee, irgendwie ist der noch hirntoter als eine KI geführt. Was macht der? Ich frage mal. Warum techst du eigentlich nicht hoch? Ich kann nicht. Und warum nicht? Ich hab nicht die Macht dazu.
wofür gibst du die ganze Zeit aus? Fürs Techen. Ich kann gleich weiter hochtechen, aber... Weil du bist militärisch erst auf 8. Ja, ich bin auf 11. Ja, ich bin da gleich auf 9. Alles klar. Du kannst halt auch keine Berater leisten, ne? Ich hab einen Militärberater drin. Ja, aber das ist auch der einzige. Vielleicht kriegen wir da was geregelt. Warte mal. Nur so? Ich muss aber mit deinem Ostblock-Kollegen reden. Mal 30.000. Ich zieh dich mal, ja? Geht doch. Ich move dich mal. Okay. Aber okay. Der Brandenburger, wollen wir den irgendwie subventionieren ein bisschen? Warum? Weil der arm ist und guck mal, wie der hinterher hängt. Da müssen wir ihn nicht mehr garantieren, wenn er sich selber verteidigen kann. Hallo. Und so, ja. Hier so besprochen. Wir überlegen gerade, ob wir Brandenburg ein bisschen Geld geben, weil der so hinterher hängt. Nein. Ja. Nein. Und er kann sich halt keine Berater leisten, weißt du? Wer? Der Brandenburger, der ist halt bitterarm. Ach. Und da überlegen wir, ob wir ein bisschen Krieg, also bis auf ganz keine Subventionen schenken. Ah, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Weil du kein Geld hast? Nicht so. Nee, ich hab nicht Geld zum rauswerfen. Brauch selber sehr viel Geld. Ja, der Franzose hat ordentlich Geld von mir bekommen. Weil er ansonsten nichts hätte machen können. Also ich gebe ganze Seite in Russland. Also ich hab einen Teil von Frankreichs Armee bezahlt und ich hab ihm seine Institution bezahlt. Ja. Ja. So, jetzt Moment. Aufkündigen. So, Friesland wird gleich katholisch. Ja, ha, 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 ha. User left your channel. Sehr gut. User joined your channel. So, ich hab die Vasilisierung jetzt aufgekündigt. Du hast den Engländer rausgepresst. Oh, da kriegen wir eine krasse Überdehnung. Oh ja. Ich habe halt keinen Knecht in der Nähe, das ist mein Problem. Was? Was? Hier eine Provinz kostet 8, 19 Dukaten. Ah ja. Alter, ich hab so ein Glück. Als orthodox. Nur Geld rauspressen hier. Mann. Oh, das ist Norwegen. Sind die denn da hingekommen? Die wohnen da in der Nähe. Aber geil, du durch Norwegen. Wie sind die hergekommen und. Ach so, durch Schiffe. Oder sind orthodoxe Fanatiker? Von Litauen will also Kondottieri. Nein, was? Wird mir angezeigt. Es wird immer angezeigt, wenn irgendjemand gischt. Ja, hallo, ich darf dich nicht mal hier erzählen, ja. Hä? Okay, okay. So, jetzt mache ich erstmal Pet Minus. Ich gebe jetzt erstmal sehr viel für Missionare aus. Hat jemand zufällig eine Flotte für mich? Ich hätte ein bisschen was, warum? Ja, ich müsste Dänemark erobern. Hab ich keinen Bock drauf. Ja. Ja. Meine Flotte ist gerade in Afrika. Warum krieg ich den scheiß Kolonisten nicht? Das geht mir übelst auf den Sack. Hey, du hast doch... Ich hab keinen Kolonisten. Ja, du machst das doch über Dings, über, hier, wie heißt das, sibirisches Grenzland. Nee, eben nicht. Ich hab noch nicht ein einziges Mal das bekommen. Wir haben wieder einen Katholiken. Du musst auf die Provinz klicken. Ah, lol, das müsst ihr mir auch sagen. Ja, ich hab gedacht, du hast Testrunden gemacht. Ja, aber nicht mit dem DLC. Du musst auf die Provinz klicken. Ja, jetzt weiß ich das. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Das hätte mir früher sagen können. Ich warte die ganze Zeit und warte die ganze Zeit. Gefragt? Hä, das wird doch nicht automatisch gemacht. Nein, wird sie ja nicht, aber ich dachte, ich krieg den Kolonisten. Deswegen. Nee. Weil so bin ich es halt immer gewohnt gewesen. Mir ist das Grenzland ist viel geiler. Das kostet nämlich kein Geld. Ja, ich sehe es ja. Oh Leute, ich muss bald gehen und mit dem Zug fahren. Oh nee.
Warum wohin musst du mit dem Zug? Nach Hause. Nach Hause. Bin ich erstmal bis 10 Uhr unterwegs? Oder? Ja. Mann. Noch ein Jahr, dann kann ich endlich frei sein. Afrika ist toll. Gibt fast nichts Besseres zum Expandieren als Afrika. Bauernaufstand in Moskau? What? Oh, warte, what? Ja. Nein, bei mir. Nichts sagen, aber der. Das waren. Warum wurde denn das als ottomanisch angezeigt? Der Österreicher hat. Ja, was hat der? Kannst du wieder auf 2 stellen, Sepp? Warte, was? Warum sind da. Ja, natürlich. Warte mal, der verstößt gegen die Regel, der aus. Der Dings, gell, der Österreicher. Warum? Weil der 3 Verbündete hat, aber davon sind nicht 2 im Reich. Also, der kann. Der hat ein Bündnis zu viel. Hä, Schweden, Frankreich? Ja, der darf nur ein Bündnispartner mehr haben, wenn 2 davon im Reich sind. Oh. Der hat 1. Ja, der hat 1 davon, der hat 1 zu viel, da könnte es mit dem sagen. Ich sag's dir mal kurz. Das hatten wir am Anfang so gesagt. Er kommt vielleicht gleich runter. Er soll das einfach aufkündigen, nicht diskutieren. Ich sag ihm das jetzt selber. Kannst du es bitte jetzt machen, Red Spy? Ja. Jetzt wärst du eigentlich Nachfolger? Nee, hab ich nicht. Okay. Jeden. Ich geh mal zu Brandenburg, der sitzt den ganzen Tag da alleine. Bist du durch Schweden? Wo ist Schweden? Channel switched. Hallo. Hallo. Na, wie geht's so? Sitzt hier den ganzen Tag alleine und bewegst dich nicht? Ja, ich mach Tech aufholen. Ja, ich bin wieder da. Brauchst du was, Brandenburg? Nö, abgesehen von Geld nix. Ich brauch mehr Einkommen. Mach ich grad so wenig Geld. Meine Frau hat sich finanziert. Byron, hallo. Hallo. Ich darf mich ja jetzt noch mit Österreich verbünden, gell? Ja, weil du bist doch im Reich, oder? Ja. Ja, dann schon. Der darf halt nur 2 Bündnis, also 4 haben, wenn 2 davon im Reich sind. 4? Ja, der darf. Ja, 3, sorry. Der darf ja 3 Bündnispartner haben, ne? 3 haben, wenn 2 können außerhalb sein und einen innerhalb. Genau. Gut, 2 außerhalb, einen innerhalb, gut. Habe ich das verstanden? Kann ich das Obwohl, warte mal. Das, die Kirche ist auch im Reich. Ja. Ja, dann kann er mit Freikirchliches Bündnis trotzdem haben. Er kann insgesamt 2 außerhalb haben und 1 innen drin. So war's, oder? 2 außerhalb, wenn er einen drin. Ja, 2 außerhalb und einen drin. Okay. Und 2 innerhalb und 2 draußen. Das geht auch. Okay, gut. Ach ja. Und bei euch so? Wie sieht's aus, so generell? Eher ruhig oder eher was los und Tumult? Ich fordere einfach gerade von den mittelamerikanischen Staaten da Gebiete über Kriegsandrohung. Das mache ich im Osten auch bei den ganzen kleinen Ländern. Ja, und ich mach nix. Du musst im Reich expandieren. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Ja, kann ich wirklich. Weil alle anderen dann sofort die Konditäre losschicken. Ja,
Siehe Holland. Wer alle anderen. Ja, aber warum das denn? Ja, ich greife Braunschweig an und sie schicken direkt Condottieri. Und da habe ich gesagt, kein Bock, und ich konnte direkt rausgehen, zum Glück. Ivan, ich bräuchte mal deinen Rat. Ja. Was sollte ich nehmen? Parlamentarismus, König der Kreta. Nee, bloß kein Parlamentarismus. Oder Generalstände. Generalstaaten, die kann ich nicht. Generalstände oder was? Generalstaaten. Generalstände, so, Generalstände ist halt Produktionseffizienz hochgedrückt. Absolutismus plus 5 Maximum, ja. Verfall Armeetradition wäre halt auch nicht schlecht, ne? Was ist denn das? Aristokratischer Hof. Was nehme ich denn? Ich weiß es nicht. Aber nicht Parlamentarismus. Pintor? Hm? Könntest du mir vielleicht kurz Königsberg geben, dann gründe ich Preußen und ich geb's dir dann wieder. Was sieht mein Russe-Freund dazu? Wenn Brandenburg in den Ostblock kommt? Ich komm gerne in den Ostblock. Das ist ja auch meine Frage, so. Die Frage ist halt. Es liegt zwar nicht im Osten, aber ich bekomme langsam Probleme in Europa. Also ja, Ostblock heißt, wir helfen uns immer, egal wie scheiße es aussieht, und wir sprechen uns vorher immer ab und machen keine Aktionen, die gegeneinander sind. Sondern wir spielen, als wären wir ein großes Land, so quasi, und damit jeder seine Interessen irgendwie vertreten wird. Ja, da trete ich gerne bei. Ja, und so, genau, bei Konflikten treffen wir uns in Moskau und dann reden wir mal. Wie im richtigen Warschau-Pakt. Ja, oder eine Allianz mit den... Genau, und wer den Block verrät, ja, und sich gegen die anderen Staaten im Block stellt, der wird platt gemacht von den anderen. Brezhnev-Doktrin. Dann wird er einmarschiert, wenn sich einer gegen den Block stellt. Weiß nicht, wie ich nach Norwegen oder so komme. Hilfe. Durch mein Land? Hm? Durch mein Land? Ja, aber du hast ja Finnmark verkauft. Ach so, der Schwede lässt dich nicht durch? Ja. Dann frag doch, ob du eben gegen Geld dadurch darfst. Ob du ein bisschen Geld zahlst. So, Wegzoll. Wer denn? Also Brandenburg kann auf jeden Fall in den Ostblock gerne kommen. Mit Castine weiß ich halt nicht, weil Castine, das Problem ist halt... Ja, ich werde in den Ostblock kommen, sobald ich mein letztes Schützbein hier verloren habe. Nämlich gerade sind viele Verschwörungen gegen mich im Gange. Ich frag mich herum, ich muss mir mal ein Bild machen. Ja, also... Leute, ich brauch mal eure Meinung. Ja. Was denn? Also, wie denkt ihr über Spanien? Spanien ist seltsam. Also, ich hab keine Probleme mit Spanien. Spanien kam gerade zu mir und hat besucht Freunde, weil irgendwie alle Spanien hassen angeblich. Deswegen wollte ich fragen, was warum. Ich hab ihm gesagt, dass ich ihn nicht hasse. Aber ich kann ihn kein Bündnis anbieten. Er will nichts mit uns zu tun haben und behauptet, wir wollen nichts mit ihm zu tun haben. Er redet nicht für mich, nur so. Ich habe keine Probleme mit Castillo. Ich habe mit dem auch schon einen Krieg zusammengeführt. Mhm. Also daher. Ich wollte aber nur fragen, weißt du, weil er es gesagt hatte, das hat mich gewundert. Auch eigentlich nichts groß. So, Modrest, wann bist du fertig? 14. Aber oh, mit Savoy, aber ganz ehrlich, ja? Ach, das geht schon wieder da oben an. Geil! User joined your channel. Hallo! Und? Ach, Paul. Der will's natürlich nicht. Ach, wir müssen echt mal wieder in Schweden einmarschieren, das geht so nicht. Ich hab auch gerade gesagt, die Situation hat mich um mal mehr in Russen. Die ist nicht so was gut denn? Ausgegangen. Was denn? Was hat denn überhaupt, Pole? Er hat Krieg gegen Dänemark und muss nach Norwegen, damit er Frieden rausdrücken kann. Und Schweden verweigert den Durchmarsch. Ja, was will der Pole denn überhaupt da in Dänemark haben? Der Gotland, die Insel. Ja, kein Wunder, dass es dich haben will. Werden wir wahrscheinlich die Insel haben. Ich hab das vorhin auch nehmen können, theoretisch, die Insel. Hier, ja, der Österreich. Was denn? Was hältst du denn davon, wenn du mal so kurz das Bündnis aufkündigst mit Schweden? Weil wenn der uns keinen Weg gibt, dann müssen wir uns halt einen boxen. Ist das irgendwie arrangierbar, oder?
Zeigt uns gleich nein. Ich warte erstmal ab, was Sepp gerade macht. Weil wegen in Norwegen braucht man ja keinen Weltkrieg anzetteln. Aber wegen Gotland. Ja, wegen Gotland schon. So, ich habe gehört, dass der Schwede in Schwierigkeiten ist. Der Schwede ist nicht in Schwierigkeiten, der Schwede macht Schwierigkeiten. Der will uns nicht durchlassen. Wo denn? Nach Norwegen. Ah, sie haben mir gegeben. Ja, wurde gerade überredet vom Kirchenstaat. Das wollte ich euch mitteilen. Ich finde das nicht gut, dass die Kirche sich überall einmischt. Ja, sagt der Russe. Der Russe vertritt nur seine eigenen Interessen und die vom Block. Ja gut. Und dadurch mischt er sich in der ganzen Welt an. Ja, weil ihr ja so Schwierigkeiten macht. Wo mache ich Schwierigkeiten? Du nicht. Ja, echt, Aber der Schwede macht Ärger und deswegen werde ich ja ständig in so Scheiße eingeritten und weil alle miteinander verbündet sind irgendwie. Außerdem, wenn ich dich vorhin frage, Oreo, ob du da angreifst, ist das nicht einmischen, ich habe dich ja nur gefragt. Oder wie siehst du das? Nee, klar nicht. Also der Vorwurf von deiner Seite aus ist eigentlich total dumm. Weil du bist schon überall irgendwie mit drin. Wo bin ich denn mit drin? Du stänkerst die ganze Zeit gegen Schweden. Komm, aber Schweden baut auch nur Scheiße, ja? Ja, das ist ja sein. Der will auch nur existieren. Ich meine. Also ganz ehrlich, hätte ich kein Problem mit Schweden, hätte ich mir überhaupt in Europa auch kein Problem. Nur Schweden ist halt mit 5 Trillionen Leuten verbündet. Das ist das Problem. Ich meine, wir führen eine riesige Diskussion, weil er uns einfach nicht mal kurz durchlässt. Pole, du hast doch jetzt schon Zugangsrechte durch Schweden. Oreo, gehen wir in die Reiskuschelecke? Ja, Moment. Ja, ich lauf doch schon. Ja, also, mach. Was? Achso, das. Ich hab was gegen die Kirche. Hast du was gegen die Kirche? Ja, ich hab was gegen die Papst. Ja. Weil der Papst meint, er müsste die Weltpolizei USA spielen. Weil bin ich das doch. Also, ich hab nicht das Gefühl, dass ich mich überall einmische. Ich stehe positiv gegenüber Brandenburg. Und ich hab Ärger mit Schweden, weil der uns ständig Ärger macht. Das ist aber nicht einmischen. Ja, der macht ja auch Ärger mittlerweile. Genau. Der Kirchenstaat, der mischt sich überall ein. Ja, einfach gesagt, auch an der Sicht aller anderen, sobald du irgendwas mit Brandenburg machst, bist du direkt der Böse. Ja, genau. Ja, ich war der Böse, weil ich das Bündnis aufgekündigt habe, weil ich einen Diploplatz gebraucht habe. Das habe ich auch. So was Ähnliches habe ich mit dem Mameluken gemacht. Ich habe nur keinen Bock auf das Bündnis gehabt, weil er mir nichts bringt. Ja, das bitte hier wohl nicht verziehen. Ach, warum bringt es nichts? Der ist nur auf der anderen Seite der Map gefühlt. Ja. Erstmal dreiviertel Jahr, um überhaupt zum Osman, zum Balkan zu kommen und dann nochmal ein halbes Jahr, bis er oben bei dir ist. Toll, oder? Ja, das Schlimme ist ja auch, ich habe keine Flotte. Ich habe kein einziges Schiff. Ich könnte noch nicht mal meine Truppen per Schiff ziehen. Ich könnte dir 20 Großkampfschiffe verkaufen. Kann ich mir nicht leisten. Ich mache dir ein Sonderangebot, nur 1000 Dukaten. Nein, ich meine, ich kann mir, wenn ich die Schiffe hätte, kann ich mir den Unterhalt nicht leisten. Und das du hast nicht die Matrosen für 20 Schiffe. Nein, hab ich auch nicht. Ich hab eigentlich nicht genug für irgendwas. Meine Armee ist fast am Einheitenlimit und ich hab kein Income. Oder so gut wie gar keins. Kannst du nicht irgendwie Kirchen bauen und sowas? Ich baue die, aber ich habe nicht genug Geld dafür, die andauernd zu bauen. Ja, aus irgendeinem Grund mache ich irgendwie gerade ein bisschen Minus. Ich weiß nicht was, warum. Korruption bekämpfen vielleicht. Ja, okay, ich habe wieder 60 Korruptions bekämpfen, wieso eigentlich? Ich habe das auf Null.
Endlich mal. Ja, es wird einmarschiert. Scheißreich hier. Wer marschiert wo ein? Ich marschiere jetzt hier in Mexiko ein.